Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Bevor wir mit dem Video loslegen, möchte ich mich als allererstes mal ganz, ganz herzlich bedanken, denn mich hat es ja vor gut 10 Tagen mit Grippe voll erwischt. Ich habe wirklich richtig flach gelegen. Mir ging es teilweise gar nicht so gut. Viele von euch haben an mich gedacht und haben mir ganz, ganz viele Genesungswünsche geschickt auf Facebook, Instagram und auch hier unter den Kommentaren. Und da möchte ich mich natürlich als allererstes ganz herzlich bei euch bedanken. Ich habe heute mal wieder was ganz Besonderes für euch. Ich habe nämlich eine Motivtorte gemacht in Form eines Lippenstiftes. Diese Torte war eine Geburtstagstorte für die Tochter meiner besten Freundin Steffi. Ich grüße euch auch von hier ganz, ganz lieb. Und gewünscht war ein MAC-Lippenstift in der Farbe Viva Glam Nummer 3. Ich habe an dieser Torte insgesamt 2 Tage gearbeitet, wobei ich am ersten Tag nur alles vorbereitet hatte. Das heißt, ich habe die 3 Kuchen gebacken. Ich habe einmal einen Rührkuchen gebacken, ich habe einen Wunderkuchen und einen Zitronenkuchen gebacken. Außerdem habe ich eine Portion italienische Buttercreme vorbereitet und eine Portion Joghurtengarnage. Ich habe hier einen Schokorührkuchen, den ich in 16 cm Tortenringen gebacken habe. Dann habe ich einen Wunderkuchen gebacken in 14 cm Springformen, beziehungsweise ich backe ja in Tortenrahmen. Und dann habe ich hier vorne einen Zitronenkuchen. Dieser hatte einen Durchmesser von 10 cm. Und da ich solche kleinen Tortenrahmen nicht habe, habe ich diesen in einem rechteckigen Tortenrahmen gebacken und schneide mir jetzt mit Hilfe einer kleinen Schablone, die ich mir zuvor natürlich auch ausgeschnitten hatte, 10 cm Kuchen aus. Insgesamt 4 Stück, da dieser Teil der Torte mindestens 18 cm hoch werden sollte. Alle meine Kuchen habe ich dann anschließend von dem etwas dunklen gebackenen Ober- und Unterteil befreit und dann natürlich auch zur Seite gestellt. Hier hinten habe ich jetzt die italienische Buttercreme vorne rechts und vorne links. Das war insgesamt 1 Portion. Die habe ich mir jeweils zur Hälfte geteilt, weil ich die eine mit etwas Lemon Curd verfeinert habe und die andere mit etwas von der Joghurtengarnage, die ihr jetzt im Hintergrund noch gesehen habt. Des Weiteren habe ich mir 3 kleine Cakeboards vorbereitet. Ich schneide diese mir immer aus einer 0,5 cm starken Kapa-Platte. Diese waren genauso groß wie meine Kuchen, also hatten einen Durchmesser von 16 cm, 14 cm und der kleine einen Durchmesser von 10 cm. Am 2. Tag habe ich jetzt die Kuchen gefüllt, mit meinen Cremes eingestrichen und natürlich auch mit Fondant eingedeckt und fertig dekoriert. Ich empfehle euch, immer die Torten bzw. die Kuchen einen Tag im Voraus zu backen, denn wenn ein Kuchen mal über Nacht gestanden hat, mehrere Stunden gestanden hat, lässt er sich viel, viel besser verarbeiten und vor allem auch viel besser durchteilen, gerade wenn ihr ihn füllen möchtet. Ich habe jetzt am 2. Tag für diesen Schritt etwa 6 Stunden gebraucht, also das heißt von der Füllung bis natürlich auch zur Fertigstellung. Wenn ihr die Torten mit Cremes befüllt, wie eine Sahnecreme, da solltet ihr natürlich euch noch etwas mehr Zeit einplanen, vielleicht auch noch mal einen Tag mehr, bevor ihr dann am 3. und letzten Tag die Torten einstreicht und befüllt, da ja oftmals Sahnefüllungen, Quarkfüllungen erst noch mal richtig schön fest werden müssen, mehrere Stunden im Kühlschrank stehen müssen, bevor sie dann letztendlich mit der Creme eingestrichen und mit Fondant eingekleidet werden konnten. Da ich aber keine Quark- oder Sahnecreme gefüllt habe, sondern nur Buttercreme und Ganache, diese ist ja auch relativ schnell fest, habe ich diesen kompletten Schritt nämlich jetzt am 2. Tag gemacht.
Ich habe jetzt die Torten gefüllt und aufeinander gestapelt. Hier fange ich mit der großen 16 cm Torte an. Das war ein Schokorührkuchen, den ich jetzt mit der Joghurtenganache fülle. Unten drunter natürlich das Cakeboard, dient mir dazu, dass ich meine Torte nachher drehen und wenden kann, ohne dass mir irgendwann der Boden zerbröselt. Diese Torte musste etwa 12 cm hoch werden, deswegen habe ich mit dem Lineal auch immer wieder kontrolliert, dass ich auch in ungefähr diese Höhe erreiche. Diese erste Schicht, die dient in erster Linie zur Krümelbindung und wandert jetzt, wenn sie aufgestrichen ist, erstmal zum Festwerden in den Kühlschrank und ich arbeite mit der mittleren Torte weiter. Diese wird mit der italienischen Buttercreme gefüllt, die ich mir vorbereitet hatte. In diese Buttercreme habe ich mir etwas von der Joghurtenganache reingefüllt, damit sie einfach einen leichten Schokoladengeschmack hat. Auch diese habe ich jetzt erstmal gefüllt. Ich hatte insgesamt 4 kleine 14 cm Tortenböden. Auch hier musste ich auf eine Höhe von etwa 12 cm kommen. Und auch diese wird mit einer dünnen Schicht von der Buttercreme gefüllt und muss anschließend im Kühlschrank fest werden. Die kleinste, die oberste Torte, das war der Zitronenkuchen mit der Buttercreme, die ich mit etwas Lemon Curd verfeinert habe. Hier habe ich diese natürlich auch erstmal gefüllt, aufeinander gestapelt. Und da das Ganze doch etwas sehr wackelig ist, weil sie ja auf kleiner Fläche ist und 18 cm hoch ist, habe ich hier einfach einen Schaschlikspieß in die Mitte gestellt, einfach nur zur Sicherheit, dass mir die Torte jetzt nicht umfällt. Dann habe ich außen eine erste Schicht von meiner Zitronenbuttercreme aufgetragen und auch diese dann in den Kühlschrank gestellt. Oben auf der Oberfläche habe ich es bewusst noch nicht eingestrichen, da die Oberfläche ja noch zurechtgeschnitten wird und damit meine Torte einfach stabiler wird, habe ich diese jetzt erstmal kühl gestellt. Dann habe ich auch angefangen, wie ihr schon seht, mit den zweiten Schichten, die ich nun auf die gekühlten Torten aufgetragen habe. Diese habe ich natürlich auch richtig schön ordentlich aufgetragen und habe die Seiten und die Oberfläche richtig schön glatt mit meiner Teigkarte abgezogen. Auch hier habe ich erst nochmal eine zweite Schicht aufgetragen, denn durch die Buttercreme, die jetzt im Kühlschrank fest wird, wird das Ganze auch stabiler, sodass ich es auch nachher richtig zurechtschneiden kann. Damit ich eine schöne, glatte, gerade Oberfläche mit einer scharfen Kante bekomme, nehme ich mir jetzt meine gekühlte Torte, gebe etwas von der Buttercreme oder von der Ganache, je nachdem, was ihr natürlich verwendet, auf die Oberfläche, lege hier ein Backpapier oben drauf, wende einmal meine Torte. Und kontrolliere jetzt erst nochmal mit einer Wasserwaage, ob sie auch richtig schön gerade ist, drücke sie eventuell nochmal ein bisschen zurecht, bevor ich dann die untere Kante nochmal richtig schön ausarbeite. Hierzu nehme ich mir jetzt einfach wieder etwas von meiner Buttercreme oder wie gesagt von der Ganache, streiche sie hier unten rundherum richtig schön nochmal auf, sodass eventuell Löcher und Unebenheiten geglättet werden.
ziehe das Ganze mit meiner Teigkarte ab und stelle meine Torte für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank, sodass die Creme einfach wieder fest werden kann. Nach mindestens 30 Minuten Kühlzeit hole ich meine Torte wieder aus dem Kühlschrank, wende sie wieder zurück, ziehe vorsichtig das Backpapier ab. Und nun könnt ihr schon sehen, dass man oben durch diese Methode eine richtig schöne Kante hat. Die Löcher, die jetzt noch an der Oberfläche sind, die werden einfach mit der Creme nochmal etwas gefüllt und nachgearbeitet. Anschließend kommen die Torten wieder in den Kühlschrank. Ich habe diese Methode nämlich bei der unteren und der mittleren Torte angewendet. Und nun kann ich meine obere Torte, nämlich den Lippenstift, auch zurechtschnitzen, da diese jetzt eine ganze Weile im Kühlschrank gestanden hat und durch die Buttercreme nämlich auch stabil geworden ist. Ich mache das ganz gerne immer mit einem Messer mit Wellenschliff, da dieses nämlich richtig schön scharf ist und ich meinen Kuchen damit richtig schön ordentlich schneiden kann. Im Anschluss wird das Ganze natürlich wieder richtig schön ordentlich mit 1 bis 2 Schichten von der Buttercreme wieder gefüllt und eingestrichen. Meine Torten sind jetzt alle mit der Creme eingestrichen. Sie sind richtig gut durchgekühlt. In der Mitte hinten habe ich die unterste Torte mit 16 cm Durchmesser und 12 cm Höhe. Links seht ihr den Wunderkuchen, den ich mit der italienischen Buttercreme gefüllt und auch eingestrichen habe. Hier habe ich einen Durchmesser von 14 cm und eine Höhe von 12 cm. Rechts die kleinste Torte hat einen Durchmesser von 10 cm und ist an der höchsten Stelle 18 cm hoch. Dann habe ich natürlich angefangen, alle drei Torten einzudecken. Die untere mit schwarzem Fondant, den ich auf etwas Speisestärke ausrolle, damit er mir an der Arbeitsfläche nicht kleben bleibt. Zum Eindecken der Torte lege ich den Fondant erstmal auf die Torte locker auf, rücke ihn eventuell noch mal etwas zurecht, wenn noch nicht alles grob bedeckt ist, und arbeite dann erstmal die Seiten aus. Und zwar nehme ich mir den Fondant unten von der Torte etwas weg und schiebe mit meiner rechten Handkante von oben nach unten den Fondant nach unten hin richtig schön ordentlich und faltenfrei aus. Anschließend nehme ich erstmal den groben Überstand mit einem Marzipanmesser weg.
arbeite dann die Kante mit meinem Fondantkletter unten nochmal etwas nach, bevor ich dann den letzten Überschuss natürlich ganz dicht an der Torte auch abgeschnitten habe. Die mittlere Torte verfahrt ihr natürlich ganz genauso. Hier habe ich mir hellgrau eingefärbten Fondant genommen. Habe mir dann ein etwa 1 cm breites Stück aus genau dem gleichen hellgrauen Fondant nochmal geschnitten, denn dieses wird unten mit etwas Zuckerkleber um die Torte drumherum geklebt. Anschließend nehme ich mir essbare silberne Puderfarbe und pudere die Torte damit komplett ab, da das Mittelteil ja nicht grau ist, sondern silber. Für die obere Torte habe ich den Fondant nicht ganz so dünn ausgerollt. Ich habe mich hier natürlich nach der gewünschten MAC-Farbe Viva Clem Nummer 3 gerichtet. Welche Farben ich zum Einfärben verwendet habe, das findet ihr übrigens in meinem Blogbericht, den ich euch in der Infobox verlinke. Wie schon gesagt, ich habe den Fondant nicht ganz so dünn ausgerollt, da ich hier eine richtig hohe Torte habe, die auch auf sehr kleiner Fläche steht. Und wenn ihr solch hohe Torten habt, birgt einfach die Gefahr, dass sie euch oben reißt durch die Schwere. Und deswegen solltet ihr den Fondant nicht ganz so dünn ausrollen. Ich habe ihn etwas dicker ausgerollt und habe hier wirklich ganz, ganz viel Geduld gebraucht. Aber wenn ihr euch dafür Zeit nehmt, habt einfach Geduld und dann bekommt ihr solch eine Form, nämlich auch absolut faltenfrei eingedeckt. Mit einem Stück von dem übrig gebliebenen Fondant, was ich mir einfach zusammengeknetet habe, habe ich die Torte rundherum nochmal poliert. Hier habe ich jetzt mein Cakeboard, was ich mir aus einer 10 mm Kaperplatte selbst zurechtgeschnitten habe und mit schwarzem Fondant eingedeckt habe. Bei dem Eindecken von Cakeboards geht ihr natürlich ganz genauso vor, indem ihr den Fondant auf etwas Speisestärke auf Cakeboardgröße ausrollt. Dann lege ich das Ganze auf mein Cakeboard drauf, rolle eventuell noch etwas nach, wenn noch ein paar kleine Ecken fehlen und klebe dieses dann anschließend mit Zuckerkleber fest. Wie ihr Zuckerkleber herstellt, das findet ihr übrigens auch unter dem Video in der Infobox. Der verbleibende Überschuss wird natürlich auch richtig schön bündig abgeschnitten. Die Kante, die könnt ihr übrigens jetzt noch mit einem Satinbändchen oder einem Glitzerbändchen, je nachdem was euch gefällt, selbstverständlich verzieren. Anschließend habe ich meine Torte auf dieses Cakeboard natürlich aufgestapelt und damit das Ganze auch kleben bleibt, habe ich hier noch einen Rest von meiner Ganache übrig gehabt, den ich aufgestrichen habe, gebe jetzt hier die untere Torte oben drauf
und steche jetzt ein paar dicke Strohhalme in diese Torte hinein, die mir einfach dazu dienen, dass die oberen Torten, die jetzt dann noch oben drauf kommen, mir nicht ineinander einsinken, sondern dass das Ganze einfach etwas gestützt ist. Ich nehme hier ganz gerne diese etwas dickeren Strohhalme, da man sie ganz einfach mit einer Schere auch zurechtschneiden kann. Dann kommt die silberne mittlere Torte obendrauf, wird natürlich auch wie die untere mit etwas Ganache festgeklebt, sodass diese einfach darauf kleben bleibt und das Ganze wird mit der oberen Torte nochmal wiederholt. Zur Deko meiner Torte habe ich mir noch eine Schleife gefertigt, die ich aus dem gleichen weinroten Fondant wie oben den Lippenstift gemacht habe. Diesen habe ich mir dünn ausgerollt, hatte ihn zuvor mit etwas CMC verknetet, sodass mir das Ganze einfach etwas schneller und vor allem auch formstabiler bleibt. Diesen habe ich jetzt auf etwa 5 cm Breite zurechtgeschnitten. Und klappe das jetzt in der Mitte einmal zusammen, lege mir hier noch ein Kleenex dazwischen, drücke das an dem offenen Ende zusammen, sodass einfach eine Schleife entsteht, der Überschuss kommt weg. Und das Ganze mache ich natürlich noch ein zweites Mal. Die zwei Schlaufen habe ich nun jetzt eine Stunde liegen lassen. Nach einer Stunde waren sie nämlich etwas getrockneter und etwas formstabiler und ich konnte sie dann auf die Torte aufdekorieren. Ich habe mir jetzt hier von dem weinrotfarbenen Fondant nochmal ein 5 cm breites Stück ausgeschnitten, was unten um die Torte einmal drumherum passt. Dieses natürlich auch mit Zuckerkleber festgeklebt. Und letztendlich natürlich auch die Schleife angeklebt. Aber bevor ich die zwei Schlaufen festgeklebt habe, habe ich mir erst nochmal zwei Enden geschnitten, die zuerst auf das Cakeboard oben drauf kamen. Dann kamen die zwei Schleifen. Und natürlich auch das Mittelstück der Schleife. Ganz zum Schluss habe ich noch den MAC-Schriftzug auf die mittlere Torte aufgemalt. Hierzu verwende ich als erstes zum Vorzeichnen meinen essbaren Lebensmittelfarbstift. Zeichne mir das erstmal etwas vor und habe mir dann etwas schwarze Lebensmittelpulverfarbe mit ein klein wenig Alkohol angemischt und male dieses dann mit einem dünnen Pinsel nach.
Ich hoffe, meine Torte hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich immer wieder über eure Kommentare, über positive Däumchen. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare und ich beantworte sie euch gerne. Zu dieser Torte habe ich euch alles nochmal auf meinen Blog geschrieben, www.nicoleszuckerwerk.de. Das heißt, welche Kuchen ich gebacken habe, die italienische Buttercreme, die Ganache und vor allem auch die Mengen, die ich verbraucht habe. Ich verlinke euch meinen Blog in die Infocard, die jetzt hier oben, hier rechts oben aufgeht, beziehungsweise könnt ihr natürlich auch hier unten in der Infobox nochmal reinschauen. Da habe ich euch auch den Link mit hineingepackt. Die ganzen Produkte, die ich verwendet habe, die findet ihr natürlich selbstverständlich auch alle in der Infobox. Und dann freue ich mich, dass ihr mir heute zugesehen habt und wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Macht's gut! Tschüss!